Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Ein neues Türchen heute. Jeden Tag eine Frage und ein Engel, bam, soll es machen. In deinen Gedanken auf dem Weg zu Weihnachten. Die Fragen kommen wie immer aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Ballfuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Und die heutige Frage lässt dich zurück in deine Kindheit wandern, oder vielleicht war es auch ein bisschen später. Welches Weihnachtsgeschenk strahlt noch heute in deiner Erinnerung? Welches Weihnachtsgeschenk strahlt noch heute in deiner Erinnerung? Und was hat dich da so bezaubert? Und welche Geschichte verbindest du damit? Welches Weihnachtsgeschenk strahlt heute noch in deiner Erinnerung? Und dazu wünsche ich dir den Engel der Wachsamkeit, den ich erspäht habe für dich mit meiner Engelsbrille, die direkt aus Afrika zu mir gekommen ist, von meiner lieben Freundin Ellen Horlebein, die sie entdeckt hat für mich und sofort an mich gedacht hat und sie mir nach Deutschland geschickt hat. Der Engel der Wachsamkeit möge dich begleiten, damit du jeden Augenblick bereit bist, auf die leisen Stimmen deines Herzens zu hören und das zu tun, was gerade jetzt für dich ansteht. Und der Engel der Wachsamkeit soll bei dir sein, wenn sich dein Denken und Handeln einzutrüben beginnt durch die trüben Wasser, die in dein Haus eindringen möchten. Ich wünsche dir den Engel der Wachsamkeit, damit du jeden Augenblick gleichsam als den letzten und wichtigsten Augenblick deines Lebens wahrnimmst, dass du ganz im Augenblick sein kannst, dass du ganz gegenwärtig bist, dann bist du nicht nur im Augenblick, sondern auch in Gott, der immer der gegenwärtige Gott ist. Schlag das mal nach bei Meister Eckhart. Und morgen früh sehen wir uns wieder zu einem neuen Türchen in Mickys Adventskalender 2020. Bis dann!